Hey ho, ja, neue Folge, ganz einfach. Neuer Tag, neuer Abend. Gut, was ich mir vor geraumer Zeit eben noch bestellt hatte, das waren hier solche Kabelkanäle. Ein bisschen breiteren, ein bisschen an schmäleren. Und ja, von denen jeweils zwei Stück. Ich glaube, der ganz dicke große ist ein Fehlkauf, aber egal. Ja, das war das eine, weil jetzt geht es ja dann auch bald mit dem Verkabeln los. Was heute gekommen ist, ist dieses Corsair-Netzteil und das packen wir schnell da drüben aus. Ich weiß ja nicht, ob alle eben was mit dem Begriff Kabelmanagement anfangen konnten, was ich da letztens erwähnt habe. Deswegen schauen wir uns das jetzt vorher ganz kurz an. Ich hasse diese Folien. Aber dann weiß man wenigstens, dass es komplett neu ist. So. Brauchen wir eh nochmal. Das auch nicht. Jo. Und hier haben wir ein Netzteil. Komplett ohne Kabelsalat. Schön. Ja, Kabelmanagement, sprich, wir stecken hier unsere Kabel einzeln an. Und zwar nur die, die wir auch wirklich benötigen. Und so haben wir schon mal wesentlich weniger Kabelsalat. Und ich überlege mir jetzt ein Plätzchen, ja, wo ich das Ding neiwuchten kann. Ganz genau. Und das tue ich jetzt. So, Freunde. Sämtliche Kabel, wo ich jetzt fürs Mainboard brauche und für die Festplatte, werden jetzt schon dran. Und ich werde mir jetzt einmal einen kleinen Winkel basteln, um das Ding dann aufzulegen. Und das Netzteil werde ich dann hier so daher machen. Aus welchen Gründen? Hauptsächlich, ja, um eine halbwegs saubere Kabelführung zu gewährleisten. Und das erscheint mir jetzt hier für dieses Netzteil der beste Platz, dass ich von vorne unten eben noch ans Mainboard hinkomme, wenn was wäre, zu den Steckern. Ja, und da hinten kommt eh nichts mehr hin, also baue ich das dann so dahin. Tja, jetzt weiß ich aber immer noch nicht unten, nee, das mache ich dann alles auf die andere Seite. Schalter und Stromanschluss, das gibt auch noch ein Gepopel, weil da muss ich ja auch nochmal Löcher reinbohren. Aber hier eben unten einmal an Winkel, bloß an die Kante halt dahin, an die Seitenwand, wo es dann aufliegt, dass es nicht runterrutschen kann. Und dann werde ich mal hier jetzt hier so rüber auch noch eine kleine Halterung konstruieren, dass das Ding eben komplett fixiert ist. Leute, das mache ich jetzt. Und wenn das alles erledigt ist, ihr wisst ja Bescheid, zeige ich euch das Ergebnis. Diese Corsair-Netzteile einfach genial. Wie gesagt, in den anderen Rechnern habe ich die auch verbaut. Ein Geilomat. Ich habe das Kabinett wieder seitlich gelegt und aus dem Rohrmaterial, Vierkant, was oben
auf die Platte drauf kommt, ja, das habe ich einfach mit der Bandsäge kleingeschnitten und das ist jetzt unser Winkel, wo das Netzteil von unten dagegen hält. Schraube jetzt da rein und dann muss ich noch einen Bügel übers Netzteil konstruieren. Aus Aluminium, ja, die Streifen schnell rausgeschnitten und was soll ich sagen, ich schleife sie jetzt noch ein bisschen ab, tue sie schwarzmatt anblasen und dann kann das Ding ja, reingeschraubt werden. Nicht die schönsten, aber es funktioniert. Wo ist der scheiß Schraubenzieher? Da ist er. So Leute, die Bügel werden soweit fertig. Die spacke ich jetzt hier noch rein und dann stelle ich das Gehäuse wieder auf und dann zeige ich euch das noch schnell. Und das war's dann für heute. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich die Löcher halbwegs sauber vorgebohrt habe oder ob ich die noch etwas versetzen muss, wonach es fast aussieht. Jo, die habe ich frei Schnauze gebohrt, die Löcher. Und naja, passt halt nicht ganz. Aber Hauptsache nachher ganz am Schluss passt alles. Und wo ist das andere Loch? Loch an Loch und hält doch. Scheißdreck. Mann. Hoffentlich muss ich das Ding nicht zu oft rausschrauben. Tja, Leute, dann war das jetzt heute die Folge, das PC-Netzteil. Ja, gut. Fertig. Also, jetzt weiß ich wirklich momentan nicht mehr weiter, was ich noch machen könnte. Ja, den Replay-Knocker könnte ich fast noch neu machen. Puh, aber da bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher, weil ich nicht weiß, wie weit der Monitor eintaucht. Ah, ist doch alles Mulu. Ja, da hätte ich wirklich erst die anderen Netzteile wollen. Und. Ja. Ich glaube, jetzt warte ich dann wirklich ab, bis Material kommt. Naja, hilft nix. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann werden wir weitersehen. Leute, wir sehen uns ja, im nächsten Video. Und ich glaube, dieses Mal haben wir Kürzeres hinbracht. Hoffe ich. Ich werde es sehen. Okay, ciao, Ikowski.